Hi ihr Lieben, heute geht es um Kleidungsstücke, die ziemlich verbreitet sind, die aber an den allermeisten von uns nicht gut aussehen. Ich erkläre auch, warum das so ist und was aus meiner Sicht besser aussieht, beziehungsweise wie man diese Teile so kombiniert, dass man sie noch rettet. Und wie immer, tragt nur das, wozu ihr Lust habt. Und wenn ihr anderer Meinung seid als ich, schreibt es mir gerne unten rein. Nummer 1, Tuniken. Ja, Tuniken sind der Inbegriff von unschmeichelhaft. Warum? Weil sie einfach ein sehr schlichtes Rechteck am Oberkörper bilden. Erinnert so ein bisschen an SpongeBob-Schwammkopf. Ja, die Tuniken bestehen ja meist aus Baumwolle. Baumwolle fällt recht steif. Man tackt auch Tuniken nicht in Hose oder Rock ein. Das heißt, man hat einfach so hier diesen Kasten. Zum Kleid kann man diese Tuniken auch nicht umfunktionieren, da sie dafür meistens zu kurz sind. Ja, es gibt einen Figurtyp, dem die Tuniken gut stehen. Wenn man groß ist, wenig Oberweite hat, wenig Kurven und schmale Beine und einen locker lässigen Boho-Style, dann passen die Tuniken sehr gut zu einem. Aber wir anderen Frauen mit anderen Figurtypen, für uns tun diese Tuniken einfach gar nichts. Ja, was empfehle ich denn jetzt statt einer Tunika-Bluse? Eigentlich jede andere Blusenart ist besser als diese Bluse. Den meisten Frauen stehen locker fallende, etwas fließende Blusen am allerbesten. Und diese Blusen sind einfach vielseitig. Man selbst entscheidet, wie viele Knöpfchen man öffnet, je nachdem, wie es einem gefällt, wie es zu einem passt, ob man die Bluse über Hose oder Rock trägt, ob man sie komplett eintakt oder nur Halftakt im Fachjargon, also nur so ein bisschen reinsteckt, vorne oder seitlich. Diese Blusen bieten einfach viel mehr Möglichkeiten. Im Sommer kann man sie offen als Jackenersatz tragen, als das berühmte dritte Teil, wenn man im Sommer sehr schlichte Outfits trägt. Denn so eine lockere dritte Schicht lässt ein Outfit immer spannender wirken, als wenn man nur Ober- und Unterteil trägt. So, wie kann man die Tunika jetzt retten, wenn man nicht zu dem vorhin beschriebenen, doch recht seltenen Figurtyp gehört und man sie schmeichelhaft stylen möchte? Ja, ganz ehrlich, ich würde sie am Strand über Badeanzug oder Bikini als Kleiderersatz tragen. Das ist ja auch egal, wie kurz das Kleid ist. Und ja, wenn ihr euch selten bis nie an Stränden aufhaltet, dann würde ich sie einfach auf einer Secondhand-Plattform verkaufen oder an Caritas und Co. spenden und einen Haken dran machen. Man kann nicht immer alles retten im Leben. Nummer 2, Capri-Hosen. Und ich spüre den Unmut einiger Zuschauer bereits im Nacken. Ich weiß, dass einige von euch Capri-Hosen mögen. Aber hört mir kurz zu, warum diese Hosen problematisch sind und wie man sie retten kann. Also, Capri-Hosen schneiden das Bein optisch an einer sehr ungünstigen Stelle ab, nämlich an der Wade bzw. knapp darüber oder darunter. Das heißt, das Auge wird an die breiteste Stelle des Beins gelenkt und das Auge denkt sich den Rest des Beines dann auch kräftiger. Das ist eine optische Täuschung, die bei den meisten unerwünscht ist. Wenn ihr Capri-Hosen liebt, kann man sie natürlich retten. Aber zunächst mal zum heutigen Sponsor von Punkt 2 meines Videos, Lilly Silk, mit denen ich schon eine gefühlte Ewigkeit zusammenarbeite und die für hochwertige und elegante Kleidung aus 100%iger Maulbeerseide stehen. Beziehungsweise in den letzten Jahren kamen auch viele Teile aus anderen hochwertigen Naturmaterialien, wie zum Beispiel Strick dazu. Und ich zeige euch heute meine Lieblingsteile aus der Frühjahrskollektion von Lilly Silk. Und ich habe einen Rabatt für euch, der so hoch ist wie noch nie, nämlich 20% auf alles ohne Mindestbestellwert mit dem Code NGG20. Beziehungsweise 30% auf alles ab einem Mindestbestellwert von 600 Euro mit dem Code NGG30. Sie haben momentan auch eine Muttertags-Rabattaktion, schaut euch da gerne um. Aber mein Code ist der einzige in der Höhe, der nicht an einen Mindestbestellwert gebunden ist. Ich habe mir ein paar Teile aus matter Seide ausgesucht. Die ist noch so den Tick alltagstauglicher als glänzende Seide. Und ich habe ein paar leichte Strickteile für den Frühling ausgesucht, die durch die Bank eine wirklich Top-Qualität haben und bei denen man einfach die Liebe zum Detail erkennt. Ja, ich verlinke euch alle Teile, die ich euch heute zeige, unter dem Video. Da findet ihr auch nochmal die Rabattcodes. Und wie immer, wenn ihr über einen meiner Codes, auch über die alten Codes, NGG15 zum Beispiel bestellt, erhaltet ihr ein kostenloses Retourenlabel. Mehr Infos dazu findet ihr ebenfalls unten. Zurück zu den Capri-Hosen. Wenn ihr Capri-Hosen liebt und davon 10 Stück im Schrank habt, ist mein Tipp, kombiniert dazu unbedingt ein modernes, zeitgemäßes Oberteil, also nicht die Tunika-Bluse dazu tragen, sondern eher eine lässige, oversize geschnittene Bluse.
Bluse. Und die Schuhe sind auch entscheidend. Sie sollten nämlich nicht zusätzlich noch stauchen am Bein. Also am besten einen Schuh tragen in einer Farbe, die der eigenen Hautfarbe ähnelt, oder ein Metallic-Ton wie Gold oder Silber, auch sehr angesagt dieses Jahr. Und wichtig ist der Absatz. Also wenn ihr eher kräftige Waden habt, dann ist ein kräftiger Absatz auch das Richtige für euch. Also die gerade sehr angesagten kleinen Blockabsätze werden euch sehr gut stehen, weil die Wade im Verhältnis kleiner wirkt. Andersherum, wenn ihr sehr schmale Waden habt und ihr wollt, dass sie ein bisschen kurviger wirken, dann tragt die ebenfalls gerade sehr angesagten kleinen filigranen Kitten Heels. Das passt dann viel besser zu euch und lässt die Waden kurviger wirken. Ja, es ist alles eine Frage der Proportionen, beziehungsweise das Auge sieht alles immer nur in Relation. Wenn ich zum Beispiel eine durchschnittlich große Frau bin und mich neben einen 4-jährigen Jungen stelle, dann wirklich riesig, stelle ich mich anschließend neben Dirk Nowitzki zum Beispiel oder irgendeinen riesigen Basketballspieler, da sehe ich aus wie ein kleiner Furz. Und dieses Gesetz der Relation, das kann man sich auch in der Mode zunutze machen, indem man einfach Teile trägt, die zu den eigenen Proportionen passen. Anderes Beispiel, Taschen. Wenn ich eher groß und kräftig bin, dann sehen große Taschen viel besser an mir aus als Mikrotaschen. Umgekehrt, wenn ich klein und zierlich bin, würden mich große Taschen, wie sie gerade sehr angesagt sind, erschlagen. Das sieht so aus, als könnte ich mich selbst in meinem Shopper transportieren. So Assoziationen kommen dann einfach, wenn man gesehen wird mit so einer riesigen Tasche. Da sehen einfach mittelgroße bis sehr kleine Taschen besser aus. So, welche Hosen sind denn jetzt besser als Capri-Hosen? Ja, also wenn schon verkürzte Hosen, dann Cropped-Hosen. Das sind Hosen, die knapp über dem Knöchel enden. Das ist die schmalste Stelle des Beins. Da wird der Blick hingezogen und so wirkt man insgesamt auch schlanker. Oder tragt einen leichten Rock aus Naturmaterialien oder ein lockeres, luftiges Kleid bei Hitze zum Beispiel. Ihr schreibt mir ja oft, Natascha, was kann ich denn tragen bei Hitze, wenn ich nicht viel Haut zeigen muss? Ja, das ist kein Widerspruch. In heißen Ländern trägt niemand Tanktop und Hotpants. Die tragen alle leichte Gewänder aus Naturmaterialien, weil man sich damit einfach am effektivsten vor Hitze schützt und natürlich auch vor Sonnenschäden. Ich sage jetzt nicht, ihr sollt Gewänder tragen, aber oft schwitzt man weniger, wenn man leichte, atmungsaktive Stoffe trägt, die lang sind, statt in kurzen Polyester-Shorts. Ja, also wir können alle aufhören zu jammern, dass wir ab einem gewissen Alter zum Schwitzen verdammt sind. Man muss einfach gut vorbereitet sein auf die Hitze von außen, sowie auch die Hitze von innen natürlich, indem man leichte, lockere Teile aus Naturmaterialien besitzt, die man nach Bedarf an- und ausziehen kann. Man trägt mal eine Schicht, dann trägt man zwei Schichten, dann drei Schichten, dann nimmt man wieder eine Schicht weg. Ja, und Problem gelöst. Nummer 3, Trash Jeans. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich habe noch nie eine Frau in einer zerfetzten Jeanshose gesehen, bei der ich dachte, wow, diese Hose sieht so ultra cool aus, die brauche ich sofort. Ja, diese Hosen waren in den 2010er Jahren sehr angesagt. Ich habe sie natürlich auch rauf und runter getragen, weil ich ein Modeopfer bin. Und ja, aber man hat ja nicht gedacht, boah, das ist jetzt die Moderevolution. Man hat das doch einfach so hingenommen als Trend, oder? Ja, und ich kann mich erinnern, als diese Hosen Trend waren, da war mein Sohn noch ein bisschen kleiner. Da waren wir oft auf dem Spielplatz unterwegs. Und dann habe ich zu so einer fetzten Jeans dann gerne auch mal eine schicke Bluse kombiniert. So konnte ich sicher gehen, dass meine Hose auf dem Spielplatz nicht ruiniert wird, denn sie war ja schon ruiniert. Ja, und musste nur aufpassen, dass die schicke Bluse frei bleibt von Flecken, Eiskleckerei und so weiter, was natürlich nicht geklappt hat. Und dann war ich beim nächsten Mal in der fetzten Jeans und noch einem ollen T-Shirt auf dem Spielplatz unterwegs. Und das war es dann auch mit den schönen Stilbrüchen. Aber so ist das nun mal. Als Mama von Kleinkindern macht man den einen oder anderen modischen Kompromiss. Das ist normal in dieser Lebensphase und freut sich umso mehr, wenn man sich mal schick machen kann, wenn man weggeht oder wenn man einfach mal eine halbe Stunde allein ist und sich vielleicht um sich selbst kümmern kann. Ja, und viele Frauen entdecken sich ja modisch neu, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Aber keine Angst, so lange muss man nicht warten, wenn ihr jetzt zum Beispiel junge Mutter seid. Also wenn die Kinder so 5, 6, 7 Jahre alt sind, dann braucht Mutti meist keine Matschhose mehr oder Trashhose. Wenn ihr sehr gerne diese fetzen Jeans tragt, mein Tipp, wie gerade schon erwähnt, kombiniert dazu im Stilbuch eine feinere Bluse oder was Angesagtes wiederum, wie zum Beispiel eine lockere Oversized-Bluse. Dieser Stilbuch sieht immer toll aus. Im Moment sind nicht so sehr die total zerfetzten Jeans angesagt, sondern solche mit
Einzelfetzen an komischen Stellen, die noch nicht mal eine natürliche Abnutzung nachahmen. Das sieht dann irgendwie so aus, als wäre man irgendwie in einen Unfall verwickelt gewesen oder so. Also noch komischer. Nummer 4, Empire-Kleider. Ja, diese Kleider oder auch Oberteile mit Empire-Schnitt waren in den 2000er Jahren der Hype. Ich hatte natürlich auch einige. Erstmal, das Gute an diesen Schnitten ist, dass sie eine kleine Brusttasche zur Geltung bringen und einen Bauch kaschieren. Der Nachteil an diesen Schnitten, man sieht darin immer schwanger aus. Warum? Weil diese Schnitte in der Schwangerschaftsmode sehr oft vorkommen. Dadurch, dass sie einfach super sind bei einem wachsenden Bauch, der ist da gut, darunter gut untergebracht. Und so assoziiert man diese Schnitte immer mit Schwangerschaft. Also mein Tipp, tragt diese Schnitte als werdende Mama und auch nach der Geburt, solange wie ihr euch damit wohlfühlt. Und danach verkauft sie, spendet sie oder verschenkt sie an werdende Mamas. Denn außerhalb dieser sehr kurzen Lebensphase einer Schwangerschaft tun sie nicht wirklich was für uns. Wenn ihr bisher gerne zu diesen Empire-Schnitten gegriffen habt, um einen Bauch zu kaschieren, ist mein Tipp. Besser, um einen Bauch zu kaschieren, sind Drapierungen und Raffungen. Ich zeige euch das mal hier anhand der Bluse, die ich letztes Jahr für Lily Silk designt habe. Die gibt es auch immer noch in 3 Farben. Und das Schöne an dieser Bluse ist, ihr könnt damit wunderbar einen großen Busen / Bauch verpacken. Es wirkt sehr schmeichelhaft, denn da findet auch eine optische Täuschung statt. Der Blick wird sehr stark auf diese Raffungen gelenkt und auf die Schleife, die man bindet. Und alles darunter nimmt das Auge überhaupt nicht mehr wahr. Das heißt, euer Bauch ist quasi unsichtbar. Wenn ihr euch nicht wohlfühlt mit diesen Wickelschnitten, wenn euch das zu offenherzig ist, das Schöne ist ja, dass der Busen dadurch unterteilt wird, deswegen ist für eine große Brust auch super, dann tragt darunter einfach so ein edles, dünnes Hemdchen. Ich habe zu Hause ein paar in verschiedenen Farben. Ich verlinke die euch auch mal unten, die ich sehr mag, die beim Hervorblitzen auch sehr gut aussehen. Ja, also Wickelschnitte oder auch einfach sämtliche Teile mit Drapierungen sind immer etwas besser und wirken nicht ganz so schwanger wie der Empire-Schnitt. Nummer 5, Bodycon-Kleider oder auch Bandage-Kleider genannt, auf Deutsch Verbandkleider. Klingt wieder komisch, ne? Auf Deutsch. Ja, so ist das meist. Also, diese Kleider waren sehr angesagt in den 2000er Jahren und wurden geprägt von Designern wie Alaïa und Hervé Léger. Ich glaube, von dem noch am meisten. So. Diese Kleider stehen aus meiner Sicht keiner einzigen Frau. Also, ich weiß es nicht, woran es liegt. Es ist einfach so dieser Knackwurst-Effekt. Oder die sind einfach zu knackeeng. Oder Presswurst, sagt man noch. Nicht Knackwurst. Presswurst-Effekt. Ich hatte auch damals so ein Kleid, natürlich. Ich habe alles an Trends mitgemacht, was nicht nied- und nagelfest war. Und ich habe mich einfach gefühlt wie im Gefängnis. Mir sind auch die Nähte schon geplatzt bei der Anprobe. Obwohl das Kleid, das ich damals hatte, auch gar nicht mal günstig war. Ja. Dazu habe ich dann noch, das weiß ich noch, so 12 cm Absätze getragen mit Plateau. Die waren damals auch sehr angesagt. Und was soll das? Also weder diese Schuhe noch diese Kleider würde ich heute tragen, weil ich einfach keinen Bock mehr habe, mich in sowas reinzuquetschen. Und ja, also wenn ihr solche Kleider noch besitzt von damals oder vielleicht auch aktuell, mein Tipp, verkauft sie an leidensfähigere Damen. Oder wenn ihr sie tatsächlich liebt, dann würde ich vielleicht ja so einen Oversize-Blazer mal drüber ziehen. Also irgendwas Lockeres, Lässiges. Dann holt ihr das Kleid zumindest in das Jahr 2024 und könnt auch mal den Bauch entspannen. Nummer 6, steife Oversize-Teile. Ja, Oversize ist sehr angesagt im Moment. Zeige ich euch auch immer wieder in meinen Videos, wie man diese Teile schmeichelhaft stylt für verschiedene Figurtypen. So, jetzt gibt es im Moment aber auch viele Teile, die gleichzeitig Oversize und auch noch sehr steif sind, wie zum Beispiel diese Hemdbluse hier. Ja, und bei dieser Bluse schmiegt sich nichts am Körper an oder geht mit der Bewegung mit. Es steht einfach nur ab. Und ja, man wird eher von der Bluse getragen, als dass man sie selbst trägt. Ja, die Bluse bildet keine Einheit mit der Trägerin. Sie ist einfach nur ein Fashion-Statement. Fertig. Wenn ihr ein ausgeprägtes Modehuhn seid, mit einem Hang zu extremen Schnitten, dann könnte die Bluse was für euch sein, dann müsst ihr die einfach mit einer gewissen Attitude tragen. Zur Seite Langweiler, hier komme ich nach dem Motto. Ja, ansonsten allen anderen Frauen empfehle ich Oversize-Teile lieber aus lockeren, fließenden Materialien zu tragen, die einfach mitgehen, die die Figur schön umschmeicheln.
Ein anderes Beispiel sind diese Jäckchen à la Chanel, die ja im Moment sehr angesagt sind. Und ich hatte vor ein paar Videos, ja, das ist meine Zeitrechnung, hatte ich euch schon gesagt, dass diese sehr steifen Boucle-Jacken von Chanel eher kleinen, zierlichen Frauen mit wenig Oberweite, mit etwas burschikosen Zügen am besten stehen und an großen Frauen, kurvigen Frauen nicht ganz so gut aussehen. Jetzt gibt es eine Strickvariante dieser Chanel-Jäckchen und die stehen deutlich mehr Frauen. Also ich bin ja auch etwas größer und ich bin auch ein bisschen kurviger und ihr seht, es sieht nicht völlig verboten aus. Am besten stehen die Jacken immer noch kleineren Frauen, ich sag mal so unter 1,65, weil denen einfach kurze Jacken am besten stehen. Wir etwas größeren Frauen, wir sehen meist mit hüftlangen Jacken am besten aus. Aber ich mag auch die kurzen Jacken und ich will auch darauf nicht verzichten. Und ich schaue einfach immer, dass ich darunter eine lange Linie habe. Also, dass ich hier nicht noch mehrere waagerechte Linien am Bein habe. Und dann ist die Sache auch in Ordnung. Oder macht euch selbst ein Bild. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Schreibt mir mal, welche Kleidungsstücke aus eurer Sicht niemandem stehen und aus dem Verkehr gezogen werden sollten. Ja, hier verlinke ich jetzt noch ein Video dazu, warum unsere Outfits billig wirken. Und wenn ihr Lust auf noch mehr Modevideos habt, abonniert meinen Kanal, vergesst nicht das Glöckchen und wir sehen uns schon in einer Woche wieder, wenn ihr Lust habt. Bis dann, ihr Lieben!